alles selber. Du hast das allein gemacht. Ja, ich habe alles gemacht. Maja hat gar nichts gemacht. Hör auf, ich habe immerhin die Brote alle geschmiert. Mhm. Sehr gut. Die sind auch gut. Ich gehe ran. Jetzt haben wir doch noch Zeit. Immer geht sie zuerst ran. Wirklich? Nächstes Mal gehst du als Erster ran. Ganz bestimmt. Komm her. Es ist für dich. Hallo, hier ist Lena. Hallo, Lena. Los, wir backen jetzt die Lucia-Kekse. Hier ist Mama. Na, ergibst du dich? Nein. Ergibst du dich? Wer war das? Ja, wer war das? Niemand. Lass es ruhig läuten. Wir brauchen nicht dran zu gehen. Was ist denn? Jetzt kann Fließern doch angehen. Nein, das war doch niemand. Hör auf, nicht Maja. Lass es. Fließern. Das war keiner. Da wollte nur jemand einen Klingelstreich machen oder so. Ja, warum gehst du nicht ran? Ich bin eben rangegangen. Na gut, dann gehe ich jetzt. Lass es doch bitte. Wir müssen nicht immer ans Telefon gehen. Natürlich müssen wir das. Johann, jetzt reg dich ab, ja? Diesmal kann ich doch aber rangehen. Ja, geh nur. Dann gehe ich eben, wenn euch das so wahnsinnig wichtig ist. Lena? Ich rufe aus dem Estat-Krankenhaus an. Ihre Mutter hat mich drum gebeten. Sie hat es eben selbst versucht, aber das Gespräch wurde unterbrochen. Und warum rufen Sie an? Sie hat mich darum gebeten, weil sie sehr krank ist. Es kann sein, dass sie nur noch ein paar Stunden zu leben hat. Sie möchte, dass Sie kommen. Nein, ganz sicher. Von viel weiß ich auch. Hör auf, eins reicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir eine Oma haben. Ich auch nicht. Mama spricht nicht so gern darüber. Wie weit ist es bis nach Istanbul? Ungefähr 600 Kilometer. Ich muss nochmal auf der Landkarte nachsehen. Sag mal, was machst du da? Wir essen unterwegs irgendwas. Nein, wir fahren überhaupt nicht weg. Wir haben eine kleine Kuh. Mit kleinen, krummen Hörnern. Wenn sie glaubt, dass keiner guckt, wackelt sie mit ihren Hörnern. Nochmal, lauter! Wir haben eine kleine Kuh mit kleinen, krummen Hörnern. Das nicht. Also, ich finde, allmählich sollten wir was essen. Fanta Aleluia. Oh, süß. Fanta Aleluia. Das ist wirklich schön. Ich gehe ran. Ja, Lena? Hallo, Lena. Hier ist Mama. Ich rufe aus dem Istat-Krankenhaus an. Ihre Mutter hat es eben selbst versucht, aber das Gespräch wurde unterbrochen. Und warum rufen Sie an? Sie ist sehr krank. Sie möchte, dass Sie kommen. Und denk an Esther Williams. Du bist ein Kämpfer wie ich. Du hast genau wie ich Rückgrat. Thank you.
das nicht. Doch, du kannst das.